Andrea Michaela Schartl von den Freiheitlichen ist als nächste Rednerin zu Wort gemeldet. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte jetzt den Schlusssatz vom Herrn Lindner gerne aufgreifen, weil er es hergestellt und gesagt hat, die Sozialdemokratie ist immer für Schutz und Nichtdiskriminierung von allen Menschengruppen. Sie hätten aber in Klammern dazu sagen müssen, außer er kommt von der FPÖ. Weil dann gelten für Sie weder Gleichbehandlung noch Antidiskriminierung noch sonst irgendwas. Und ich werde das jetzt in einem Beispiel zum Beispiel erklären. Ja? Ich habe auch schon ein längeres Berufsleben hinter mir. Und bin auch schon seit meinem 14. Lebensjahr überzeugt bei der Freiheitlichen Partei dabei. Und musste aber leider persönlich erfahren, weil ich bei einem sozialistisch geführten Betrieb gearbeitet habe, dass ich aufgrund meiner Bekennung, dass ich gerne freiheitliche Politikerin, Mandatarin bin, habe ich zweimal meine Arbeitsstelle deshalb verloren, weil eben die SPÖ niemanden diskriminiert, immer alle gleich behandelt und so lieb und so nett ist. Und das Nächste, was ich einfach gerade als Frau nicht nachvollziehen kann, wenn Sie in vielen Bereichen und in vielen Dingen anprangern, dass es nach wie vor noch, obwohl wir das Jahr 2018 schreiben, es doch immer wieder noch vorkommt, dass Frauen in vielen Dingen diskriminiert und nicht wertgeschätzt werden. Warum setzen Sie sich immer wieder mit aller Kraft so ein, gerade jene Kultur bei uns hereinzulassen, die das nichts anderes im Sinn hat, als Frauen zu diskriminieren? Und ein Kopftuch ist nämlich aus dem Tatbestand der Diskriminierung der Frau entstanden. Warum? Weil muslimische Männer sich anscheinend nicht zurückhalten können, wenn sie das lange, blonde, gelockte, schwarze Haar einer Frau sehen. Deshalb müssen die das Kopftuch tragen. Und ich möchte nicht wissen, wie sie reagieren würde, wenn irgendein österreichischer Mann oder ein katholischer Pfarrer hergehen würde und sagen würde, wir dürfen nur mehr Hosen tragen, lange Röcke und am besten mit Rollkragenpullover rumrennen. Sagt Andrea Michaela Schartl von der FPÖ.